Hallo Leute und willkommen zurück zu meinem Suicider-Bild. Also erstmal will ich euch jetzt das Folgende zeigen, nämlich wenn man von Dominus wieder nach unten geht und da einmal stirbt und jetzt hier oben stirbt, wird man immer hier oben respawnt, was das Ganze einfacher macht. So, ich habe hier jetzt schon angefangen. So, was ich euch eigentlich zeigen will mit dem neuen Bild, könnt ihr auch in der Gruppe, also auch wenn ihr jetzt 2, 3 Leute seid, wenn ihr stark genug, dürfte das sogar bei 4 oder 5 Leuten klappen. Ich mach's jetzt einfach mit einer Person aus meiner Gilde zusammen. Ja, toll. Einen Moment. So, hier ist wichtig, dass Dominus euch selber tötet, weil sonst das passiert, was gerade passiert ist. Nämlich, dass der ganze Damage nicht auf Dominus, sondern um das Darumstehende geht. Und das ist kontraproduktiv. Deswegen müsst ihr darauf achten, dass wenn ihr mit Leuten den Dominus macht, dass die unten stehen bleiben, damit Dominus wirklich nur euch selber angreift. Denn wenn das nicht der Fall ist, funktioniert der ganze Quatsch nicht. So, auf mein Bild gehe ich gleich nochmal ein, ich will mir einmal meinen Damage zeigen. Zack und weg. So, wir sehen jetzt wieder, ich mache mittlerweile immer den Loot weg, bis ich mit dem ganzen Kram fertig bin. Weil sonst das bei mir mittlerweile ein bisschen laggt, weil hier jetzt so viel rumliegt. Weil ich halt, wie gesagt, mein Bild ein bisschen verändert habe. So, zum Bild anschauen sehen wir uns gleich. Bis gleich. So, zum Bild jetzt nochmal. Also, mittlerweile benutze ich nur noch einen Dagger, das ich halt zum Damage benutze. Die Axt lasse ich mittlerweile ganz weg. Weil ich mittlerweile halt was anderes benutze, weil ich das irgendwie nicht mehr so produktiv fand und ein bisschen nervig, immer oh, X drücken, rumswitchen und so. Das mache ich jetzt alles ein bisschen anders. Ich benutze jetzt wie gesagt einen Wand, wobei ich noch einen besseren suche mit mehr Spell Damage, mehr Critical Chance und so ein Kram. Ja, außerdem benutze ich jetzt das Rotten Round Shield, weil mir das genauso wie die Axt Rarity bringt, aber ich zusätzlich noch, wie gesagt, den Stab als Damage-Item benutzen kann. Ja. Dann benutze ich mittlerweile auch ein Discharge. Nämlich ist meiner jetzt auch erst Level 16, dazu benutze ich einen Concentrated Effect. Und ja, den Cast on Death. Außerdem benutze ich jetzt viermal diese nette Mana-Flask, wobei wenn ich nach oben zu Dominus laufe, sieht das ganz so aus. Dafür muss ich jetzt noch einmal kurz sterben, um das alles wieder aufzufüllen, um es einmal zu zeigen. So. Also ich benutze eine Heldflasche, die sofort regeneriert, wenn egal wie viel Leben ich habe. Dann benutze ich eine, die sofort regeneriert, wenn ich wenig Leben habe. Die beiden machen mich, die machen mich, wenn ich Half-Life bin, instant. Und die machen mich immer instant. So, dann die Quicksilver Flask. Da habe ich jetzt ein Muster-Item. Plus 10 Charge und plus Move Speed, außerdem 20 Quality. Das ist das perfekte Item zum Durchrennen. Da suche ich noch eine zweite, wobei das irgendwie teuer ist und schwierig zu bekommen ist. Ja, zum Dischargen braucht ihr viermal eine ein Dirtris Elixier und wenn man später weit genug ist, kann man auch 5 nehmen, das ist Geschmackssache. Also bei, wenn ich alleine renne, benutze ich nur 1, weil ich einfach mehr nicht brauche, aber bei, wenn ich zu zweit oder zu dritt laufe, dann sollte man schon alle nehmen. Ja, da die Dirtris auf Discharge gehen, zeige ich jetzt nochmal mein Bild, den ich mittlerweile verändert habe, was mich 40 Regrets oder so gekostet hat und ich bin auch noch nicht ganz fertig. So, erstmal wichtig ist der Power Charge mit dem Spell Damage. Dann sollte ich hier unten auf den Frenzy Charge gehen, hier die ganzen Crit Notes alle nehmen, hier nochmal den Power Charge, Crit Notes und so weiter. Ja, hier hole ich mir auch noch den Power Charge, außerdem den Endurance Charge und gehe dann wahrscheinlich hier weiter zum Increased Duration, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, das schaue ich dann. Ja, der Rest bleibt eigentlich, wie gesagt, Elemental Damage, Spell Damage, Crit Chance, Crit Damage. Den ganzen Kram, den ihr kriegen könnt halt. Ja, mittlerweile benutze ich jetzt meine Okkultist, weil ich da jetzt eine 6-Socket gebaut habe. Wenn die 6 linkt, das wird der Bild logischerweise noch wesentlich stärker. Ja, so, dann kann ich mittlerweile mit dem Bild auch leveln. Ah ja,
Übrigens, wenn ich ein Disziplin plus das Okkult habe, ich 1500 Energy Shield, wodurch ich auch relativ fix, ohne zu sterben, durch den Turm durchrennen kann zu Dominus, was nochmal ein bisschen schneller geht dadurch. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt leveln will mit dem Bild, gibt es zwei Möglichkeiten, die ich mir zusammengebaut habe. Das eine ist ein Cast on Critter, der mit dem Bild ganz normal funktioniert. Also ich habe, da kann man noch ein bisschen an dem anderen Equip rumbasteln. Eigentlich nehme ich zwei Platinum oder zwei davon oder einen von den beiden, um halt eine hohe Crit-Chance zu erreichen. Dann sucht ihr euch ein paar Gegner und spielt einen ganz normalen Cast on Crit. Das heißt, ja, also wenn ihr da ein bisschen an dem Equip rumbaut, könnt ihr das Ganze auch in der Sechsergruppe machen und den höchsten Damage erzielen, falls da kein richtiger Custom Crit bei ist. Ja, dabei geht es eigentlich, wie gesagt, um Custom Crit, Ice Spear, Arctic Breath, ein Spectral Throw und ein Greater Multiple Projectiles. Also die habe ich jetzt mittlerweile schon alle im relativ hohen Levelbereich, was das Ganze natürlich vereinfacht. Aber das funktioniert von Anfang an, also das ist ein super Level-Build auch dafür. Ist es zwar ein bisschen Mainstream und OP, was das Ganze langweilig machen kann. Ja, dann gibt es noch dazu diese Zwei-Ringe-Kombo. Der eine macht Ice-Damage zu Fire-Damage und der andere erhöht das Ganze und zerstört die Gegner. Wodurch, also was halt ganz gut ist, wenn die Gegner Kälteresistenz haben. So, kommen wir zur zweiten Level-Möglichkeit. Das besteht aus einem Holy Chainmail, unserem Discharge, Mana Leech, Life Leech und einem Increased Critical Strike Chance. So, jetzt besteht das Ganze darin, dass ihr mit dem Disziplin, den ihr jetzt von den Support Gems hier wegnimmt, damit ihr genug Mana überhaupt, durch die Massen rennt, damit ihr nicht direkt stirbt, der Disziplin. Dann zündet ihr nach Möglichkeit bei der einen Masse euer Dirtris, habt dann genau crittet, weil ihr eine sehr hohe Chance auf Crit habt, bekommt 5 neue Charges durch den Dirtris, weil jetzt gerade 5 Max ist. Ja, eigentlich sollte man schnell genug von Masse zu Masse rennen, um die aufzuhören. Genau, jetzt habe ich keine Charge mehr und meine Dirtris sind leer. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr springt mit eurem Lightning Bolt in eine Masse, da ihr dadurch auch Crits generieren könnt und die Crits euch Dingens generieren, Power Charges, und ihr so halt einfach weiterspielen könnt. Mit Glück generiert ihr auch damit einen neuen Dingens für Dirtris. So, das passiert nach Möglichkeit nicht so oft, da ihr versucht, möglichst viel Crit zu haben, und eigentlich braucht ihr es nicht, weil ihr von Masse zu Masse rennt. Ja, wenn es doch mal passiert und ihr keine Lust habt, zu hoffen, mit dem Lightning Warp zu critten, geht ihr einmal in die Stadt und wieder kommt wieder her und alles ist wieder voll. Das ist, ja, wenn ihr schnell genug seid, kann ich das sehr viel Zeit ersparen. So. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich jetzt die ganze Zeit nicht critte, weil eigentlich habe ich mit dem Ding eine sehr gute Crit-Chance von 71%, also das sollte eigentlich schon klappen. Ja, wie es jetzt hier tut. Ich renne halt einfach von Masse zu Masse, kann meinen Crit machen, lauf zur nächsten Masse, mach mein. Werdet ihr wohl sterben. Macht meinen Crit. Und lauf zur nächsten Masse. Wenn ihr nicht crittet, was passieren kann, wie jetzt, müsst ihr halt einen Dirtris nehmen und am besten wieder critten. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Mich nerven jetzt gerade Fliegen. Ja. So, Moment. Dabei könnt ihr logisch auch wieder auf die Sachen achten, die Chromatics bringen und so einen ganzen Kram. Ja, also unser Crit-Multi liegt bei mir jetzt bei 471%, wodurch der Crit natürlich minimal stärker ist als ein normaler Hit und ihr einfach alles zerlegt, was da ankommt. Ja, also zum Leveln geht das ganz gut, und auch wenn ihr sterbt, es ist halt eine Möglichkeit,
eure Gems zu leveln, was ja eigentlich das Wichtigste bei dem Build ist. Ja, wenn wir mal auf den Damage von den Discharge eingehen wollen, so wie ich den jetzt hier habe, sieht man kein Damage da, ich keine Charge habe. Wenn ich jetzt einen von jedem habe, liegt das bei 5000. Das ohne den Concentrated Effect. Mit dem Concentrated liegt er bei knapp 12.000 pro Charge, müsst ihr bedenken. Wenn ihr oben Dominus macht, habt ihr 4 Charges, wodurch wir dann bei 44.000 sind. Wenn ihr tot seid, wird das Ganze durch den Cast on Death um 256% erhöht. Könnt ihr euch ja später nachrechnen. Und durch den Pain Attunement nochmal um einiges. Wodurch ihr merkt, sehr viel Damage durch Discharge. Hilfreich auf jeden Fall. Ja, so viel eigentlich zum Leveln. Also mit dieser Möglichkeit könnt ihr eure Gems leveln, euch selber leveln. Wobei, also das sieht jetzt hier bei meinen XP nicht so eindrucksvoll aus, weil ich auch schon 71 bin. Da solltet ihr vielleicht woanders als Feldschrein leveln. Weil es, also weiß nicht, wenn ihr eine 6er Doc-Gruppe findet, geht das schon ganz gut. Wenn ihr Glück habt, nehmt euch wer bei Maps mit, wobei ihr da vorsichtig sein müsst und eigentlich nur rumstehen solltet. Oder ihr habt halt genug Equip, dass ihr austauschen könnt, um Energy Shield zu generieren. Ja, ich habe jetzt wieder mal versucht, mit Lightning Warp das herzustellen, wobei ihr habt halt kein Clarity und dadurch ist euer Mana fast nach zwei Lightning Warps leer. Wodurch ihr das halt nicht so viel machen könnt. Ja, also wenn ihr, wie gesagt, genug Damage habt, könnt ihr einfach von Gruppe zu Gruppe rennen und so weiter. So. Also meine Gems, also ihr habt jetzt gesehen, ich one-hitte den Dominus auch bei zwei Leuten, meine Gems sind immer noch Level 17. Das heißt, wenn ihr wirklich 20-20 Gems habt und eine 6-linked Holy, dann wird der Build sowas von viel stärker. Wodurch ihr, wie gesagt, auch in der Sechsergruppe einfach mal kurz Dominus one-shotten könnt. Was auch ein toller Faktor ist, um anzugeben, was man nicht machen muss, aber kann, weil ihr es könnt.